Vor einigen Wochen sprach ich in einem Video mal über einen Mann namens Peter Kürten oder besser bekannt als der deutsche Vampir von Düsseldorf, ein vermeintlich echter Vampir, welcher in Düsseldorf gelebt haben soll. Und wer nun glaubt, dass ein deutscher Vampir schon das Seltsamste ist, was Deutschland zu bieten hat, der könnte dort ziemlich falsch liegen, denn heute möchte ich mit euch über eine andere Person sprechen, und zwar einen Mann namens Peter Stump, der allerdings weltweit besser bekannt ist unter dem Titel Der deutsche Werwolf von Bedburg. Und seine Geschichte ist noch deutlich seltsamer und auch mysteriöser als die von Peter Kürten. Also viel Spaß. Das Ganze trug sich zu im Mittelalter um 1520 in der nordrhein-westfälischen Kleinstadt Bedburg. Denn in dieser Stadt gab es damals ein Problem, denn einige Tiere wie Schafe, Kühe oder auch Ziegen wurden mitten in der Nacht gerissen. Doch es blieb nicht nur bei Vieh, welches gestorben ist, sondern auch Kinder und Frauen wurden mitten in der Nacht auf einmal getötet, und so wie es aussah, war Schuld oder war der Grund für diese Morde ein seltsames Tier gewesen. Doch die Verletzungen und die Wunden an den Tieren und Personen sahen nicht so aus, als ob sie von einem normalen Wolf kommen würden, sondern von einem Wesen, welches deutlich stärker und größer ist. Und nachdem auch einige Zeugenaussagen hervorkamen, die meinten, sie hätten tatsächlich mit angesehen, wie ein großer Wolf, der menschenähnlich aussah, sie angegriffen hat, war die ganze Sache ziemlich klar gewesen. Denn die ganze Stadt war innerhalb kürzester Zeit sich sicher, dass sie heimgesucht wird von einem Werwolf und dass einer ihrer Bewohner, eine Person, die in Bedburg lebte, in Wahrheit ein Werwolf sein muss. Und so ging auch die Suche nach eben diesem Werwolf los. So formierte sich in Bedburg selbst ein Jagdverein, der sich auf die Suche nach eben diesem Werwolf machte und die ganze Gegend durchforstete. Und als sie dann eines Tages durch einen nahegelegenen Wald ging, fanden sie tatsächlich die Kreatur, die für diese ganzen Sachen verantwortlich war. Laut eigenen Aussagen sahen sie ein Wesen, welches wie ein großer, menschenähnlicher Wolf aussah, welchem die linke Pfote fehlte. Dieser Wolf war im Wald und als sie anfing, auf diesen Wolf zu schießen und ihn zu verfolgen, rannte dieser weg. Obwohl ihm die linke Pfote fehlte, war er trotzdem relativ schnell gewesen und die Jäger hatten Probleme, ihn einzuholen. Und irgendwann verschwand die Spur dieses Wolfes plötzlich. Doch man könnte jetzt erwarten, dass der Wolf einfach schneller war und es geschafft hat zu entkommen, doch etwas anderes war seltsam, denn am Ende der Spur, dort wo die Spur des Wolfes aufhörte, fand man eine Person, und zwar Peter Stump, ein Farmer aus der Gegend. Und Peter Stump hatte eine Besonderheit, denn erst waren die Männer verwirrt gewesen, warum nun Peter Stump hier steht, doch dann bemerkten sie, dass ihm die linke Hand fehlte, ähnlich wie der Wolf seine linke Pfote verloren hatte. Ihr müsst wissen, damals galt es als ein wissenschaftlich bewiesener Fakt, dass wenn ein Mensch eine Hand verliert, zum Beispiel wenn ein Mensch die Hand abgeschnitten wird, auch sein Gegenstück, also seine Wolfsform, dies erleidet und umgekehrt. Verliert der Wolf die Pfote, wird es auch am Menschen zu sehen sein. Und somit war schon zu diesem Zeitpunkt die ganze Situation relativ klar gewesen. Die Spur hörte bei Peter Stump auf und so muss er in Wahrheit ein Werwolf sein. Und wegen diesem Verdacht und nachdem einige Leute dies angeblich bezeugen konnten, wurde ihm der Prozess gemacht. Es gab einen formalen Prozess, wo er angeklagt wurde, doch nicht direkt als Werwolf. Vielmehr wurde er angeklagt, dass er schuld sei an dem Mord von mehreren Tieren und auch Menschen. Und nachdem Peter Stump einige Beweise gesehen hatten und ihm immer wieder Zeugenaussagen vorgelegt wurden, wurde ihm Folter angedroht. Und als ihm diese Folter angedroht wurde, begann er Dinge zuzugeben. Und hier muss man natürlich ganz kurz einschreiten. Denn man muss gucken, was wirklich von den folgenden Aussagen Peter Stumps wahr ist. Damals im Mittelalter war Folter eine sehr gängige Methode, um eben irgendwelche Beweise aus den vermeintlichen Opfern rauszukriegen. Die Täter sollten ihre schlimmen Taten irgendwie belegen und bezeugen. Und es war egal, ob sie sie einfach so bezeugten oder weil sie so starke Schmerzen hatten, dass sie gar nicht anders konnten. Zur damaligen Zeit wurden viele Menschen so lange gefoltert, bis sie letztendlich alles zugaben, was die Leute hören wollten. Doch bevor überhaupt irgendeine Art von Folter bei Peter Stump durchgeführt wurde,
fing er schon an zuzugeben. Er sagte, dass er nicht nur Menschen und Tiere umgebracht hat, sondern ging genauer ins Detail. Er sagte, dass er 18 Kinder und 2 schwangere Frauen ermordet hatte, und bei diesen Morden ging er genauestens ins Detail, wie er diese Morde durchgeführt hat. Sie waren so detailreich, dass es schwerfällt zu glauben, dass er sie nicht tatsächlich begangen hat. Er wusste Hintergrundinformationen über die Morde, die sonst niemand anders wusste. Des Weiteren gab er dann zu, dass er eine inzestuöse Beziehung mit seiner eigenen Tochter hatte und dass ab und zu ein Dämon, ein Succubus, aus der Hölle hervorsteigt und mit ihm Geschlechtsverkehr hat. Dies war eine Sache, die die Behörden dort gar nicht wissen wollten. Sie haben nicht nach so einem Succubus gefragt, und trotzdem gab Peter Stumm felsenfest überzeugt dies zu, bevor auch nur irgendeine Art von Folter an ihm durchgeführt wurde. Doch ab hier schritt man ein und wollte noch mehr von ihm wissen. Man wollte noch mehr aus ihm herauskriegen, denn er hatte immer noch nicht zugegeben, dass er ein Werwolf war. Und so wurde er auf die Streckbank gelegt, doch es wurde noch nicht wirklich viel ihm zugemutet. Das bedeutet, man folterte ihn noch nicht wirklich, und dort bestätigte er dann schon den letzten Verdacht. Er gab zu, dass er mit dem Teufel höchstpersönlich Kontakt gehabt hatte, und dieser Teufel gab ihm dann einen verzauberten Gürtel. Sobald Peter Stumm diesen verzauberten Gürtel anlegte, würde er sich in einen Werwolf verwandeln, in dieses Wesen, welches die Stadt terrorisierte, und sobald Peter Stumm diesen Gürtel dann wieder ablegte, verwandelte er sich sofort zurück in seine menschliche Form, ohne jegliche Spuren zu hinterlassen, dass er einst ein Werwolf gewesen ist. Und eben dieser verzauberte Gürtel vom Teufel selbst soll in seiner Farm, in seinem Haus zurückgeblieben sein, und man könne ihn dort immer noch finden. Mit diesen ganzen Geständnissen vorgelegt, war es dann eigentlich schon entschieden. Peter Stumpf war ein Mörder für die Beamten, und Peter Stumpf war eindeutig ein Werwolf, und so wurde ihm dann der Prozess gemacht und er wurde letztendlich öffentlich hingerichtet. Es gibt verschiedenste Aufzeichnungen. Seine Hinrichtung war damals ein regelrechtes Spektakel, weil alle wussten, wer der Werwolf von Bedburg war. Doch ich will nicht so genau beschreiben, wie er hingerichtet wurde. Da gibt es im Internet einige Berichte, die man sich durchlesen kann. Für YouTube ist das Ganze vielleicht doch ein bisschen zu hart. Doch wir müssen einmal gucken, wie echt ist diese ganze Sache? Welche Aussagen von Peter Stumpf sind echt und welche nicht? Denn als ich das Ganze zum ersten Mal gelesen hatte, war für mich die Sache klar gewesen. Sie haben einen unschuldigen Farmer, der nichts Schlimmes getan hat, einfach hingerichtet, bloß weil ihm eine Hand fehlte. Denn damals waren Verkrüppelungen oder Verstümmelungen, wie Peter Stumpf eine hatte, keine Seltenheit. Also eine Person zu finden, die das hatte, wäre nicht schwer gewesen. Doch angeblich soll die ganze Sache noch ein bisschen komplizierter sein, denn angeblich soll Peter Stumpf tatsächlich ein Serienmörder gewesen sein zu der damaligen Zeit. Jedenfalls heißt es, dass es hieb- und stichfeste Beweise damals gab, die nicht nur erfunden gewesen sind. Man wusste, dass Peter Stumpf scheinbar wirklich Menschen ermordet hatte, und es gibt die Gerüchte, dass eben diese Bestie, die in dieser Stadt lebte, in Wahrheit Peter Stumpf gewesen ist. Er hat die Tiere hingerichtet und teilweise gefressen und auch die Menschen. Dies ist jedenfalls die Vermutung. Die Aussagen, dass er manchmal mit einem Dämon Geschlechtsverkehr hatte oder dass er zu Hause einen verzauberten Gürtel hatte, welcher es ihm erlaubt, in eine seltsame Wolfsform zu verwandeln, sind dann wahrscheinlich Lügen gewesen, die er sich ausgedacht hat, um das Ganze schnell umzukriegen, um eben keine Folter zu bekommen. Doch eben hier kann man sich nicht sicher sein. Nachdem Peter Stumpf auf jeden Fall hingerichtet wurde, gingen die Behörden zu seiner Farm, zu seinem Haus, um eben alles dort zu untersuchen und um eben diesen Gürtel zu finden, als hieb- und stichfesten Beweis, dass der Kontakt mit dem Teufel da gewesen ist. Doch auch nachdem sie sein komplettes Haus durchsucht hatten, alles zerstörten, konnten sie eben einen solchen Gürtel nicht finden. Was wirklich mit Peter Stumpf ist, ist bis heute nicht bestätigt. War er ein Mörder, war er vielleicht sogar ein Werwolf? Niemand weiß es so recht. Doch er ging in die Geschichte ein als der deutsche Werwolf von Bedburg. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über irgendwelche Mörder hören wollt, schreibt das gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.